Leute, nimm auf VR2, ihr wisst, was das bedeutet. Zerballer die Wax, Neon ist ja nicht wirklich ne Leuchte, wenn er so über die Haare rappt. Ja, man, diese blau, meine Augen leider auch, ich lass die Sonnenbrille auf. Aber kommen wir mal zu dir, ey, was ist das für eine Technik, wenn man 20 Zeilen braucht, nur um zu sagen, wen man wegfickt, bringt es direkt auf den Punkt. Halt deine Fresse, ganz egal, was ich hier schreibe, ich bleib einfach mal der Beste, der Gewinn ist in deinem Kopf. Dein Hirn ist wie ein Gummiball, denn alles Intelligente prallt nur ab und wird nur surreal. De facto ist es stumm, so wie eine Fata Morgana. Ich zauber über Kasteleins ohne das Abracadabra. Neon, bitte was, wie kommst du nur auf diesen Namen? Deine Quali ist so, ey, da fehlen mir so die Farben. Du hast wieder eine Technik, doch die Punch ist für den Part. Ich will gebunter als dein Name, steh ich lässig unterm Schwarzlicht. Neon ist der Schnitt, ja, der Name ist Programm. Zeigt uns Videos mit Farben, ich hab's gerade nicht erkannt. Drück den Schamlos an die Wand, bis der farbenlose Punk der Farbe meiner Haare gleicht, denn du wirst atemlos verbannt. Helene Fischer des Raps. Neon ist der Schnitt, ja, der Name ist Programm. Zeigt uns Videos mit Farben, ich hab's gerade nicht erkannt. Drück den Schamlos an die Wand, bis der farbenlose Punk der Farbe meiner Haare gleicht, denn du wirst atemlos verbannt. Ehrlich, dicker Neon ist am Ende, er verkackt gleich. Der Neon ist am Ende, wie der Ton, wenig kontrastreich. Neon ist wie Raver und bis heute noch verhasst zeigt. Ein dieser Vogel ist der Typ, der immer abschweigt. Um ihn zu beschreiben, er schreibt Zeilen übergreifend. Seine meisten Reime scheinen, als würde sie keiner hier begreifen. Und die Lines verkackt er meistens, keiner meint, er kann zerreißen. Unser Video ist Dreck, meine bleiben geile Streifen. Sogar der Beat gibt mir da recht, Fotze, alle sagen yeah. Denn dein Shit will keiner hören und von mir wollen jetzt alle mehr. Deo wird zu legendär, aber ernsthaft, Digga, du siehst aus. Gitarre, spiele Video und fliegst dann gegen Louis raus. Du gewinnst das Spiel so nie, was für eine Ironie. Denn hättest du gewonnen, wärst du geflogen gegen G.O.T. Ehrlich, Leon, schade, obwohl du schon lange im Game bist. So wird das leider nix mit der Anstellung als Fame-Bitch.